Waschstraßen, Waschanlagen, deren Steuerungselektronik sowie Verpackungsmaschinen, Touch-PCs und Monitore. Das sind die wichtigsten Produktfelder, für die die Christ Unternehmensgruppe aus Memmingen und Umgebung produziert. Und weil Christ seine Produktion stetig erweitert, steigt entsprechend auch der Bedarf an Fachkräften. Hier setzen die Allgäuer vor allem auf Eigengewächse. In einer Akademie werden Auszubildende und Studenten aller Tochterfirmen der Christ-Gruppe zentral zusammengefasst. Dort lernen derzeit fast 100 Fachkräfte von morgen ihr Handwerk von Grund auf und können auch in anderen Unternehmen von Christ Erfahrungen sammeln. Wir bilden insgesamt in 9 Ausbildungsberufen aus. Durch unser neues Ausbildungszentrum in Memmingen haben wir eigentlich einen ganz guten Ruf, vor allem hier in der Umgebung, den wir natürlich auch gerecht werden möchten. Wir sind insgesamt 6 Ausbilder, die sich wirklich um die Auszubildenden kümmern und da auch eine fundierte Ausbildung ermöglichen. Das spricht sich natürlich auch rum und aufgrund dessen haben wir derzeit noch keine Probleme, Auszubildende zu finden. Natürlich setzen wir aber auf Auszubildende und wir setzen auch darauf, eine gute Ausbildung, ein gutes Studium zu ermöglichen und einfach qualifizierten Nachwuchs auch für uns und für die Firmengruppe Christ zu ermöglichen. Viel Zeit und Energie, die die Allgäuer in ihre Auszubildenden stecken. In einigen Fällen sind es bis zu 3,5 Jahren. Ein Aufwand, der sich aber lohnt. Denn so bekommt Christ bestens ausgebildete Mitarbeiter, die der Firmengruppe sofort helfen können. Der Vorteil für die jungen Fachkräfte: hervorragende Übernahmechancen. Ich würde einfach mal gerade raus sagen, zu 100%. Wir freuen uns, wenn es den jungen Leuten hier gefällt, wenn die jungen Leute Spaß an der Arbeit haben und wir natürlich auch dieses Wissen, das wir über, wie gesagt, beinahe 3,5 Jahre im Maximalfall vermittelt haben, auch dann hier die jungen Leute ihr Wissen auch einsetzen können in der täglichen Arbeit, weil sie einfach aus der Ausbildung dann zur Fachkraft entsprechend sich entwickelt haben und diese Fachkraft ein ganz wertvoller Mitarbeiter für uns im Hause ist. Ein Paradebeispiel, wie sowohl Firma als auch Auszubildende von dem Konzept profitieren können, ist Marc Wittek. Nach seiner Ausbildung bei Christ hat er dort ein duales Studium begonnen und arbeitet nun an der Umsetzung eines Projekts zur Prozessoptimierung. Ich habe damals mit einer Mechatroniker-Ausbildung angefangen. Das war genau vor 6 Jahren. Und dann mit den klassischen Aufgaben, also das Fräsen, Feilen, Löten hat dazu gehört. Halt die Grundlagen quasi, Elektrotechnik, was die Mechanik angeht. Mittlerweile bin ich in meinem Studium, ich bin jetzt im 2. Semester, habe eine Theorieeinheit und eine Praxiseinheit hinter mir und bin jetzt gerade an meinem eigenen Projekt dran, also ein selbstständiges Projekt, was ich hier arbeite für die Hochschule und darf da dann meine theoretischen Grundlagen umsetzen in die Praxis. Marc Wittek ist vielleicht ein Paradebeispiel für einen Auszubildenden, dennoch ist seine Geschichte nicht ungewöhnlich für junge Fachkräfte in der stetig wachsenden Allgäuer Unternehmensgruppe Christ.